Bitte wie immer in so einer Situation in beiden Richtungen nicht nebeneinander, nicht überholen, ganz rechts bleiben. Falschfahrer, Geisterfahrer auf der A93 Weidenhof. Achtung in beiden Richtungen zwischen Windisch-Eschenbach und der Raststätte Waldnabtal-Ost. Janina Singer um 17 Uhr. Grüß Gott. Angesichts steigender Preise plant die Ampelkoalition ein weiteres Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro. Es sieht unter anderem eine Strompreisbremse und zahlreiche steuerliche Entlastungen vor. Rentner und Studenten bekommen Einmalzahlungen und das Kindergeld steigt. Bundeskanzler Scholz sagte: Unser Land steht vor einer schweren Zeit. Das gehört zur Wahrheit in diesen Tagen und diese Wahrheit muss ausgesprochen werden. Unsere Beschlüsse bauen aufeinander auf, ergänzen sich und folgen diesem einen Ziel. Es geht darum, unser Land sicher durch diese Krise zu führen. Industrie und Handwerk zeigten sich enttäuscht.